Hallo, ihr liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge State of Decay. Wieder mit dabei, der Show Ninja. Hallo. Ja, wir haben gerade eine Zombie-Horde abgewehrt, die hier reinkam, und wir haben auch gefunden, wo Strom hergestellt werden kann. Und zwar haben wir da unten einen Stromtransformatoren. Und da gibt es eine Stromversorgung. Hast du 2000 Einfluss? Sehe ich denn das? Ach da, ja, 2,5. Hm. Okay, stimmt, stand auch bei mir da. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir da mal hin. Nehmen wir nur Money noch mit und Co. Den Pyrohawk habe ich zwar aufgetaut, getankt, aber ich glaube, wir sollten einen anderen nehmen, weil der ist fast kaputt. Sagst das war der kleine Schnelle. Genau, sagst du, Mollys nehmen wir mit. Für das Seuchenherz. Für die Herzen. Okay, ich habe 3 mitgenommen. Ich habe 30 Schuss dabei, also wir sollten... 30 Schuss habe ich auch. Gut zurechtkommen. Energy und Lebensmittel habe ich auch. Okay. Achso, halt, warte, ein Schwert wollte ich noch. Schmerzmittel habe ich. 3 Schmerzmittel und ein schönes Hackebeil. Apokalypsen-Schwert rein. Aber wir fahren sowieso wieder mit 2 Autos, oder? Sag du, welches. Falls Auto. Eins wieder kaputt geht. Ja, das ist doch gut so. Sag du, welchen mit Doom fahren wird. Ich fahre mit dem anderen. Guck mal bitte, ob die Kofferräume vorher leer sind. Oh, ich verdammt, da kommen Riesenherden. Ja, mach Tür zu und lass einfach wegfahren. Zu spät. Hä, Riesenherden, du hast einen. Siehst du schon wieder mehr als ich? Ah, ja, hinter dir, vor dir. Ich bin nämlich jetzt immer noch in der Dings, ne? Mir wird nicht geholfen anscheinend. Gegen den Jumper. Der hat mich half-life gekloppt. Aber gut, danke für die Hilfe, Mates. Wo ist denn dein Schießposten? Der hat nichts gemacht. Wahrscheinlich, weil die alle da gerade wegen diesem Training da beschäftigt sind. Nein, nein, die standen schon oben. Oh, da ist ein Boomer. Ein Boomer? Aber die Masse habe ich down. Wunderbar. Schießt du auf den Boomer? Ja. Hast du halt gereicht. Hast nur nicht geplatzt. Nice. Glaube eben nicht, genau. Du hast ihm irgendwie die Beine weggeschossen. Ich weiß noch nicht, wie du es geschafft hast. Aber gut. Bist du gerade durch einen Zombie durchgefahren? Ist ja auch witzig. So, na dann würde ich sagen, erstmal straight zu der... Oh, der Spionage wandert kaum noch dem Benzin. Strom. Bei mir ist auch nur halb voll, aber unterwegs finden wir eigentlich hoffentlich was. Gut, würde ich jetzt nicht so unterschreiben, ich komme mit. Am Anfang hatte ich das Gefühl, dass sich manche Sachen noch wieder aufladen. Nee. Manche Orte, dass man da wieder hingehen kann, ach so, aber jetzt die letzten Folgen habe ich das nicht mehr. Das gab. Ich weiß nicht, ob das nur abhängig ist, wenn da irgendwelche Quests dann sind. Wahrscheinlich eine Abhängigkeit davon, wie viel wir spielen. Weißt du, wenn wir irgendwie nur so 2 Stunden spielen, dann wird sich das sicherlich nicht aufgeladen haben. Oh, echt jetzt? Mein Wagen raucht jetzt schon. Wir müssen irgendwie mal eine Tanke unterwegs organisieren. Ja, wenn nicht, da wo wir hinfahren. Ah ne, da nicht. Aber wenn nicht, fahren wir zum Artillerie-Ding. Denn da haben wir ja dann. Genau. Beziehungsweise, wenn wir jetzt den Stromdings einnehmen, haben wir ja auch einen Außenposten. Schon da auch wieder. Oh, ich denke mal nicht so weit. Ich liebe diese Open World. Herrlich, herrlich. Wenn ich nicht immer nur so geizig wäre und mit allem sparen würde. Ich habe so viele schöne Maschinengewehre, glaube ich schon. Ja, aber ich finde die Maschinengewehre gar nicht so gut. Also zumindest das, was ich letzte Folge hatte. 31er Pack an einem normalen No-Name-Zombie verpulvert und der war nicht mal tot. Ah, okay, habe ich mir anders vorgestellt. Hallo. Ich mir auch. Ich habe mir so ein richtiges Kraftwerk vorgestellt, ehrlich gesagt. Okay, hier kommt eine ganze Menge Zombies. Huch. Ah, die anderen sind nicht aggressiv, scheinbar. Okay. So, ich muss erstmal schnell. Kann ich das jetzt zumachen? Den Kaffeeshop kaputt machen. Ah, da kann ich sagen: Shot Expresso. Kostet aber 2. Lebensmittel, nein, danke.
Was Ersatzteile? Ah, tägliche Benzinkosten, aber Benzin haben wir zum Glück recht viel. So, na dann, beanspruchen. Materialrecycling aktiviert, Strom aus Postbeanspruch. Tragbarer Generator, zwei Stück aktiviert. Mhm. Sehr schön, Benzin. Nehme ich auch mal was mit. Cool, cool. Jetzt haben wir Stromversorgung, ne? Mhm. Sehr schön. So, Benzin habe ich. Muni wollte ich noch mitnehmen gerade. Schon mal nachladen. Mit einer Pistole geht das ja zum Glück schnell, nicht wie bei der Schrotflinte. Und ich kann ja eigentlich aus dem Menü schon sagen, upgraden. Und es klappt, weil wir haben einen im Lager, der auch Strom kann. Aber jetzt ist das Angriffsrisiko gerade hoch. Aber ich glaube mal, jetzt, wenn wir weg sind, passiert das nicht. Na dann, auf geht's weiter zum Seuchenherz. Dem oberen oder dem unteren? Ist mir egal, Hauptsache wir erstmal weg hier. Weg hier, als ob wir hier so eine fette Bedrohung hätten. Ah ja, schon so ein hier bisschen. Achso, wir haben jetzt Benzin. Ja, aber das Leuchtenherz ist ja eine deutlich größere Bedrohung. Oh, bergauf. Wurde auch ganz schön langsam bei mir. Ja, meiner auch. Meiner dreht schon ziemlich durch, ey. Okay, ich glaube, so kommen wir nicht zu dem. Dann kommen wir jetzt, glaube ich, eher zu dem anderen erstmal. Oh. Das könnten übrigens die letzten beiden Seuchenherzen sein, ja? Denkst du? Oh. Könnte sein, ja. Santa Maria. Toll. Ups. Hier ist eine Horde auf dem. Mach ich mal kurz platt. War nur zwei gewesen. Huch! Wie ist das denn passiert? Hat sich auf einmal weit überschlagen, mein Auto. God, I am so sick of plague zombies. War denn das gerade? Er ist mutiert. Eieiei, drei Schüsse daneben. Peinlich. Schön mit Hackebeulen auseinandergenommen, ey. Okay, hast du solchen Herz schon gesehen? Ja, ich muss nur gerade schnell mal. Ich würde in der Zeit kurz mal mein Auto aufladen, auf tanken. Stückelung, okay. Ach, komm schon. Ja, das ist ein gutes Argument, das könnte ich auch mal machen. Trainingsbahn kämpfen abgeschlossen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Vor allem. Wir sind mitten bei einem solchen Herz und tanken erstmal gemütlich. Das ist gut, dass es tags ist. Das sollten wir wirklich nicht mehr in der Nacht machen. Und jetzt stell dir mal vor, wir spielen diesen Extremmodus noch. Das wäre schon übel. Okay, ich bin wieder draußen und schau ein bisschen. Na, guck mal, da ist das solchen Herz. Hinter dir ist einer. Verdammt. Infektion und noch eine Infektion. Auch. Erstmal Pillen nehmen. Oh, wo kommst du näher? Ich hab eine übelst lange Lebensleiste. Cool. Durch die Items. Jetzt habe ich das Geräusch wieder erkannt. Ich bin zu 90% infiziert. Ah ja. Vorsicht, hinter uns.
Mhm. Sind ein paar, ne? Durchaus. Wieder ist. Okay, ich schmeiß. Okay. Hast du noch Mollys? Ne, Mollys nicht. Okay, aber, warte, dann schmeiß ich einen Molly. Lass mich erstmal. Nee, warte, rein. Brauchst nicht. Ich glaube, der hat fast kaputt. Ah, mein Hackebeil ist kaputt. Und meine Muni ist alle. Lass mich jetzt einen verdammten Molly werfen, Alter. Ja, ja, mach. Aber du musst. Wollte gerade sagen, sich das noch lohnt. Du, ist völlig egal. Warum lebt ihr? War das normale Zombies vielleicht? Waren? Nee. Ein Bloater. Scheiß Dreck. Kam aus der Küche. Hm. Hat mich voll geätzt, das Drecksvieh. I'm one lucky SOB. Gut. Also, ich bin komplett leer. Meine Waffe kaputt. Meine Muni leer. Ja, du kannst gerne alles nehmen, was im Herz ist. Du, ging nur darum, dass es wahnsinnig teuer war. War wahnsinnig schwach, mein Equipment. Aber, nee, das kann man so auch nicht sagen. Jedes Seuchenherz wird stärker, wenn ein anderes zerstört wurde. Und wenn das jetzt wirklich das vorletzte war, dann ist es klar, dass das auch ewig aushält. Ich habe 4 Mollys draufgeworfen und 2 Magazine. Hm. Einen Container habe ich irgendwo noch. Ich finde das Inventar ist echt ein bisschen klein mit 8 Plätzen. Könnte ein bisschen größer sein. Es gibt manche Charaktere, die haben ja unten 2, manche haben 3, ja. Slots. Unten? Und so, dann auch zum nächsten. Wie nächster? Erstmal brauche ich ein bisschen. Erstmal muss ich wieder zurück zum Außenposten. Der ist so weit weg. Ich bin aber komplett voll. Ja, gut. Und hab keine Muni mehr. Braucht man ja nicht. Ich nehme mal hier den Außenposten. Aussichtspunkt. Also, ich habe keine Muni mehr. Ich fände es schon schön, wenn ich Muni hätte. Hm. Weil der Außenposten gar nicht so weit weg. Da sind wahnsinnig viele Horden um dich rum, ne? Freiluftgarage. Ja, da bin ich gerade dran vorbei. Aber mit meinem Auto wollte ich die nicht mitnehmen. Toll, wo war ich denn hier lang, ey? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ich dachte, das kann ich kaputt machen, aber das ist ein Metall. Oh, verdammt, sind da viele. Ja, es ist. Leute, Geronimo! Das und war so klar. Hm. Mach euch alle meine Autos kaputt. Vor allem eins raucht auch schon. Das ist ja unpraktisch. Hast du was im Kofferraum? Ja. Das war deutlich laut. Ein Tobsüchtiger. Huch! Ich komme zu dir rein. Ja, ist ungünstig. Einmal entscheide ich mich mal, die Seuchenproben in den Transporter zu legen. Dann geht der Transporter kaputt. Was soll denn das sein? Noch weiter hinten, okay. Das ist eine Steinwand, oder? Ja, ich habe da gerade geguckt. Ich dachte da rein und dann sind wir da, aber
Dem war nicht so. Nee, du müsstest oben. Achso, du willst zum solchen Herz oder was? Das könnte. Vorsicht, Aufgeblähter! Hinter dem, rechts hinterm Zaun ist ein Aufgeblähter. Na du. Naja, du bist sportlich. Schauen wir mal. Vorsicht, das ist ein Aufgeblähter, ne? Da ich einen Wegpunkt gerade gesetzt habe. Die Viecher sind so gemein, dass sie sich einfach hinter einem Dings verstecken, Alter. Hinter der Wand. Ach, da. Warte, ich klettere mal rüber und schieße. Ja, aber so von weit. Ja, aber so. Ach, der liegt auf dem Boden und schläft. Da liegt noch einer. Tatsache, da liegt noch einer. So, jetzt habe ich leider keine Muni mehr. Na, Muni, die ich rausgeben kann? Nee. Hast du wieder eine Waffe noch? Nee, auch nicht. Da sind wahnsinnig viele Zombies. Okay, komm mal her. Ja, komm mal her, ist gut gesagt. Hier sind überall Zombies. Ja, bin da. Ja, vielen Dank. Ich hab was hingelegt. Reicht zumindest 10 Schuss. Ja, notfalls geht's halt auch mit der Nahkampfwaffe. Lass uns das Kleinvieh erstmal machen und dann. Naja, um das Kleinvieh geht's mir. Scheiße, ich hab gerade ganz vergessen, dass ich ja schon 95% verseucht bin. Weißt du eigentlich, was passiert ist, wenn ich hier mitten beim Laufen die Dings gewechselt habe, den Charakter? Mitten beim Laufen? Also mitten hier, wenn wir unterwegs waren. Wie meinst du das? Na, ich kann ja jetzt auch schon sagen, Charakter wechseln, was dann passiert. Echt, das geht? Na, dann wirst du wahrscheinlich in der Base wieder spawnen. So, ich mach das jetzt einfach mal. Weil sonst ist mein Charakter weg. Ah, ne. Wäre zum Außenposten, sagt er zumindest. Da würde ich sagen, ja, mal kurz zum Außenposten, ne? Okay. Ich weiß, du möchtest das Seuchenherz unbedingt töten. Das kriegen nee, wir auch ich hin. Ich hab nur keine Lust, zweimal zu fahren. So, welcher ist hier am schnellsten? Der Strom aus dem Posten, ja. Mhm. Hast du markiert, ja. Also eigentlich links jetzt lang. Sondern in den riesigen Massen von Zombies vorbei, wo wir gerade herkamen. Hast du die nicht umgefahren und damit dein Auto geschottet? Ja, ein Teil davon, das sind viel mehr und ein Tobsüchtiger ist auch noch. Nächste Kreuzung links, also nächste Abbiegung. Jetzt links. Da ist mein Auto. Danke! Würdest du dein Zeug noch mitnehmen? Nee, lass mal. Da ist ein Tobsüchtiger. Ganz vorne ist ein Aufgeblähter, weiter vorne der Straße entlang, aber direkt auf der Straße. Mal geben wir die Kurve hier noch. Und jetzt lass uns aussteigen und links war der Aufgeblähter, okay, der hat wieder geschlafen. Jetzt rechts. Ich hätte mir wirklich irgendwie so ein Trafo-Werk gewünscht, dass man so safe wäre, ne? Ich gebe dir deine Pistole wieder. Vielen Dank. Leg links. Hm. 30 kann man stacken, die Muni war. Ja. Ja. Nehme ich jetzt mal 40 Schuss mit. Reicht mir langsam her, kein Bock mehr hier so, die Scheiße. Lol. Was denn los? Den ich gewechselt habe, der steht jetzt hier gerade. Der läuft jetzt nach Hause. Ernsthaft? Oh Gott, ey. So, dann muss ich mit dem hier noch Dings mitnehmen. 3 Mollys. Okay, ich habe 2, ich glaube, das reicht auch. Ach, warte mal, Splittergranaten habe ich mehr. Und.
Ein Toolkit brauchen wir zum Reparieren, ne? Aus da wieder her und lindert für kurze Zeit den Hunger. Okay. Ah, stimmt. Guter Einwand. Reicht ein Toolkit? Ja. Macht so, ich glaube, 50% oder sowas, glaube ich. Okay. Ich nehme mal, ich habe nur noch eins, muss ich mir ein paar zu Hause wieder herstellen. Große Gesundheit über Zeiten, Verband. Ach, ich nehme Schmerzmittel mit. Habe ich hier eigentlich ein Dings drauf? Ich habe ja gar keinen Mod drauf auf meiner Waffe. Da braucht man ja nicht auf jeder. Weil wäre schon praktisch, so ein Schalldämpfer. Aber es hatte ja auch Nachteile irgendwie dann, Zielgenauigkeit oder irgendwas ging ja dann auch runter. Schaden halt nur. Also hier zum Beispiel die Reichweite wird ein bisschen reduziert und ist ein bisschen schwerer. Achso, hast du jetzt Toolkit benutzt? Nee. Nee, nicht bei deinem, bei meinem will ich es benutzen. Achso. Damit ich damit wieder weiterfahren kann, weißt du? Damit wir nicht auch das noch irgendwo in der Wildnis verlieren. Gucke gerade, ob ich noch ein Toolkit habe. Wo finde ich denn das? In welcher Kategorie? Da, wo auch Erste Hilfe und so weiter ist. Ach, da ist eins. Ja, hab's, danke. Okay, ja, dann können wir. Dann nehme ich noch ganz kurz einen Verband hier aus dem... Benzin ist noch genug da. Meine Markierung ist nur mein Auto, also die nicht beachten, ne? Jetzt links wieder. Vorsicht auf den Aufgeblähten, der rechts hinter der Planke liegen wird. Ja, direkt vor uns liegt er. Drecksvieh. Ach, mein Auto ist nur kaputt gegangen, weil ich hinter die Planke gefahren bin. Ich bin so ein Idiot. Ich hab's gesehen. Ich stand auf dem Aussichtspunkt und hab dich genau beobachtet. Sah aber gut aus. Wären's Holzplanken gewesen, wäre ich ja durchgefahren. Aber ich glaube, durch die Stahlplanken kommt meiner nicht oder wäre nicht durchgekommen. Und vor allem dahinter waren ja Steine. Ey, sind hier viele Zombies. Jetzt rechts lang. Keine Aufgeblähten in der Nähe. So, ich dachte, wir wollen aussteigen. Nee. Hier sind mir zu viele gerade. Hast gesehen? Ich habe einen Jumper überfahren. Tatsache, ja. Ich habe wirklich das Gefühl, die Jumper sind dümmer geworden. Das lag nur, weil er nicht ausweichen konnte und die Ecke so groß war, glaube ich. Aber ich hatte irgendwie den einen Jumper, konnte ich easy umnieten. Okay, ich bleib draußen. Ah, wieder so eine Tür. Nehme den Hintereingang. Weil sonst habe ich gleich Lautstärke, wenn ich die Dings mache. Ja. Und hinten ist aber auch. Ah, da ist schon einer. Ernsthaft? Wie konntest du mich treffen? Kleiner Penner, Alter. Hey, Granate, go. Hast du schon Angriff nach solchen Herz? Jetzt aber. Nice. 100 Einfluss. Ich habe alle 5 Granaten noch einmal geworfen. Ich habe es auf jeden Fall gehört. Hast du gerade das Seuchenerz zerfleischt? Aber wie ist das gerade? Wie sich das gerade angehört hat. Okay. Sasquatch. Operation Drawbridge may have failed, but Red Talon is continuing plans to fortify. Yay! Das war das letzte Dings. Ich kann mein Vermächtnis jetzt bestimmen. Ah ja, okay, nice. Ich würde mal zum anderen, zu meinem Auto laufen. Und uns mitnehmen wieder. Dauert ein bisschen. So, bestimme das Vermächtnis deiner Gemeinschaft. Was kannst du auswählen? Verfolge jetzt hier das andere. Ich muss wahrscheinlich auf meinen Anführer und dazu wahrscheinlich in die Basis zurück. Okay. Aber du kannst. Siehst du schon, was du auswählen kannst? Nee, gar nicht. Okay. Aber ich glaube, das ist primär auch davon abhängig, welche Charaktere man hat. Nimmst du mich nicht mit? Ob es ein Soldat ist oder.
Mach mal alles frei hier. Schön, dass du auf meine Frage nimmst du mich mit, gar nicht antwortest, du Penner. Das habe ich nicht gehört. Ja, ja, ich jetzt auch gesagt. Alter, wie viele Dings sind denn um unsere Basis herum? Wenn man die einmal gescoutet hat, dann sieht man die mittlerweile dauerhaft, ja. Anscheinend, ja. Da ist auch noch ein Koloss bei uns. Hey, mein Level 3 Kommandozentrum Upgrade ist gleich fertig. Wie lange brauchst du noch? 2,5 Minuten. Vielleicht können wir dann nämlich noch ein weiteres hier dingsen. Aber wahrscheinlich sind deswegen auch gerade so viel, weil ich hier dieses Upgrade mache und das Angriffsrisiko deswegen höher ist. Gut, mein Dings ist wieder repaired. Kommandozentrum laut, ja. Kommandozentrum laut, okay. Tägliche Wartung des Krankenstation. Dann nach Hause. Wollen wir? Würde ich sagen, ja. Okay. Solchen Herzen gibt es jetzt also keine mehr, ne? Bestimmt das Vermächtnis der Gemeinschaft, ja. Na los, let's go. Da liegt eine Tür. Was? Eine Tür, weil du vorhin gegen mein Auto gefahren bist. Jetzt bin ich schuld. Wer ist denn hier mein Auto gekarrt? So, und wenn wir zu Hause sind, würde ich sagen, beenden wir erstmal die Aufnahme. Und dann machen wir noch eine Folge, wo wir das letzte Vermächtnis machen, würde ich sagen. Und dann sind wir vielleicht durch. Denkt man nicht. So, ich halte mal hier kurz an. Du willst nur den Boomer killen. Mich nervt der Typ so krass. Na gut, dann gehe ich jetzt zum Strom und entleere meine Quip. Okay. Huch! Horde! Naja, dafür ist mir das Auto zu schade. Bin da. Okay. Alter, im Multiplayer, ich habe ja gesagt, ich hatte auf der Xbox einmal online ein Match aufgemacht. Ja. Mit meiner anderen Familie. Und wenn die bei dir ins Auto mit reinkommen, dann haben die nichts Besseres zu tun, als die ganze Zeit zu hupen. Durchgehen. Nicht. Das war so nervig. Ich hatte eine Markierung bei mir in der Basis gemacht, aber trotzdem sehe ich einen gelben Kreis bei dir. Wie ein gelben Kreis bei mir. Verbessert. Alter, wieso bist du schneller als ich? Ich will mein Pyrohawk zurückhaben. Der hat gerade hochgeschaltet irgendwie, als es nur gerade ausging. Ja, Upgrade fertig. Jetzt ist er wieder im dritten Gang gefühlt. Vielleicht verbrauchst du aber auch mehr Kraft, um das Licht zu benutzen und die Hupe. Ich mache ja nicht. Ich hupe nicht wirklich. Ah, ich höre dich doch hupen. Ich hupe wirklich nicht. Ich meinte dich. Ach so. Verstehe ich nicht. Das Auto ist so Schrott, ey. Das kann überhaupt nicht schnell fahren. Das wieder war gut. Wieder plus 10 Einfluss bekommen. Hast du gerade eine Horde umgekarrt? Hast du die nicht gesehen? Nein, ich habe gerade woanders hingeschaut. Keine Ahnung wo. Keine Ahnung wo. So, Freunde der Sonne, dann würde ich sagen, machen wir uns mal eine kleine Pause und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Tschüss. Ciao.